Wilde Westen, zwirrenlos. Beim ersten Range Horse Festival treiben richtige Cowboys ihre Rinder, rühren Lassos und zelebrieren das Cowboy-Sein mit all seinen Details. Der David Kaufmann berichtet. Genau so haben es schon früher die richtigen Cowboys gemacht. Seelenruhig reitet er auf die Rinderherde zu und pickt sich sein gewünschtes Tier raus. Es war einmal Realität vor etwa 150 Jahren. Und dort in der freien Natur, in der Arbeit des Cowboys, der musste mit den Rindern seine Arbeit erledigen, hat sie müssen aussortieren, hat sie müssen pflegen, hat müssen brennen, hat sie müssen Klauen schneiden, was auch immer. Richtiges Westernreiten eben. Und genau das wird das Wochenende im Rahmen des ersten Ranch Horse Festival zwirrenlos gezeigt. 25 Teilnehmer aus der ganzen Schweiz haben heute unter der Leitung des Preisrichter Bob Armijo aus Texas trainiert. Unter ihnen der Peter Markwalder, der es vor allem schätzt, dass man bei diesem Sport sehr stark mitdenken muss. Man muss sehr schnell reagieren und überlegen und handeln. Aber nicht chaotisch tun, sondern eben ruhig das Ganze machen. Und früh genug aber. Und dann muss es nicht schnell sein, oder? Neben dem Reiten wird auch viel Wert aufs Detail gelegt. So auch beim Odi und dem Messi aus Alpnachstadt. Sie sind mit dem Kaffeewagen ganz nach Cowboy-Manier angefahren. Mich fasziniert eigentlich der Stil an dieser ganzen Sache. Ich bin eigentlich ein rechter Cowboy-Fan, sozusagen. Und so ist es schön, dann kann man sich ein bisschen ausleben. In diesem Stil. Und man lernt viele Leute kennen. Es macht Spass, so Events zu sein. Und wer jetzt selber mal so einen richtigen Cowboy-Kaffee geniessen und dabei der Arbeit der Reiter zuschauen, das Ranch Horse Festival zwirrenlos läuft noch bis am Sonntagabend. Ein Event, das auch den jüngsten Besucher fesselt.